Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit zu Video Nummer 17 bzw. Türchen Nummer 17. Wir begeben uns gerade Richtung Biologen und geben unsere erste, unsere erste Sache ab in Form eines Cover-Asters und werden natürlich jetzt wieder täglich abgeben. Hier einfach mal ein Elixier nehmen und die muss ich eben auch verbrauchen, die droppt man hin und wieder mal. Ja, unsere Taktik wird echt, es hat ja für große Aufrufe in den Kommis gesorgt insgesamt und das hat mich natürlich gefreut, dass das gut bei euch ankam. Unser erster Ast war natürlich erfolgreich mit Elixier, wunderbar, noch 24 Stück, dann haben wir 10% Def, bin gespannt. Am Wochenende machen wir den Mondturm, habe ich ja gesagt, dass wir das nochmal angehen wollen. Heute ist das Thema und zwar, es ist ja dann bald Mondi-Event. Ich habe mir gedacht, ja, zur Trikaros-Reihe könnte man dann letztendlich ja auch zeigen, wie würde ich meinen Mondlicht-Farm aufbauen. Und ich habe natürlich einen, aber der wird halt geheim bleiben. Das heißt, ich werde das halt jetzt mit einem anderen Char zeigen, der ein ähnliches Level hat wie er, aber halt nicht er ist. Genau, weil es gibt halt leider in Metin 2 genug Deppen, sage ich im wahrsten Sinne des Wortes, die halt einen dann immer nerven und deswegen weiß niemand, welche Chars ich da habe und so weiter. Und dann hat man halt Pech, wenn man dann halt verfolgt wird, dann kann man halt nicht sein Main holen. Aber dann habe ich mir heute einfach gedacht, hey, ich zeig mal, wie würde ich einen Mondlicht-Schatztruhen-Farmer aufbauen in der heutigen Zeit, weil man braucht ja neue Def. So, und damit ihr auch ein bisschen sehen könnt, wie das eigentlich mit dem Bonieren von so Waffen abläuft. Dazu, wie gesagt, im letzten Video, ich verkaufe solche Schriftrollen. Ihr braucht halt eine Waffe plus 7 oder höher und dann könnt ihr für die Preise, ich schreibe sie nochmal unten rein, könnt ihr quasi bei mir Verzauberungen sozusagen kaufen. Pro Versuch nehme ich quasi One und letztendlich gönnen halt diese Kraft des Feuers dann im SD3, SD2, um quasi dann da Mondlichtschatztruhen zu farmen. Deswegen werden wir jetzt von meinem Farmer mal das VMS bonieren, dass ihr das einfach mal gesehen habt, wie das dann aussieht. So, also es ist eigentlich lediglich, man hat halt nur 30% Chance. Das heißt, immer, es könnte jetzt zwischen 1 und 8% Kraft des Feuers geben und zwischen 2 und plus 12 zusätzlichen Angriffswert. Es kann fehlschlagen, da muss man halt so lange bonieren, bis man halt letztendlich plus 3 erreicht hat. Ich habe das ja schon mal in einem Video letztens erklärt, wie das funktioniert. Aber rein theoretisch können das auch nur plus 1 lassen. Die 1% geben euch sozusagen diese 1k Damage circa. Weil da wird der Damage quasi hinzugefügt ins Spiel, wenn ihr bisher keine Kraft des Feuers hattet. Und deswegen ist der erste Prozent der wertvollste und alles, was danach kommt, gönnt halt nur ein bisschen noch. Das heißt, wir werden es mal probieren. Der ist schon mal fail, dann werden wir den nächsten gleich draufziehen. Ist auch fail. Also ihr seht ja, die Quote ist halt manchmal scheiße, sagen wir es so. Da haben wir jetzt schon 3 Fails. Wir werden das jetzt machen. Ich kann halt pro Char nur quasi 3-mal holen pro Tag. Ich habe schon ziemlich viele von den Tapfi-Medaillen, aber halt irgendwann muss man halt immer warten. Man hat so eine Grenze von 1000 Medaillen, die man kaufen kann bei dem Medaillenhüter. So, dann probieren wir es jetzt einfach auf Tibo nochmal. Wir werden sehen, ob es vielleicht mal gönnt. Jawohl, erfolgreich. Das sind jetzt 2%. Genauso würde es eigentlich schon reichen. Dann macht ihr halt um die 1k Damage mehr. Klar könnt ihr auch einfach einen Feuertadi oder sowas besorgen. Das würde auch funktionieren. Aber ihr macht halt umso mehr Damage, umso höher quasi das Ganze geht. Ich ziehe da jetzt noch den Rest drauf. Und dann, klar, irgendwann fängt auch die Animation dann an zu leuchten von diesem Feuer. Aber rein theoretisch 2% reichen auch schon. Also ihr braucht dann nicht mal einen Feuertali oder sowas zu haben. Oder ihr habt halt eine mythische Eiche oder so. Dann habt ihr zumindest den Basis-Damage und macht quasi mehr Schaden. Aber Feuer gönnt halt auf den Waffen, weil ihr halt zusätzlichen Schaden machen könnt damit. So, wir sind im SD3 und jetzt könnt ihr halt sehen, dass hier das Feuerelement dran ist. Und hier helfen natürlich auch Insekten und halt stark gegen Feuer. Was ich halt empfehlen würde, grundsätzlich, ich habe jetzt nicht Doppelkostümfeuer, sondern nur eins. Wenn ihr hier 15 Feuer reinhaut und hier 15 Feuer, dann kommt ihr schon mal auf 30. Ich habe jetzt hier noch 10 drin, wären 40.
hier noch 6 in 46 und ja, man braucht ungefähr 60 Feuerdev, 60, 70 Feuerdev, dann machen die hier fast gar nichts mehr. Das heißt, wenn man jetzt halt noch einen Ring hätte aus Legistein, würde das auch schon reichen. Oder wenn man einen mythischen Ring mit AWD ist es oder so verwendet, so ein quasi Rubin, dann geht es auch fix. Und dann habt ihr halt zusätzlich noch Feuerdev und das würde hier halt ziemlich gönnen. Ansonsten, wie immer, hilft Dev. Was ich mir auch schon überlegt habe, ich weiß gar nicht, ob das Relikt, ob man das einsetzen kann, ab welchem Level, ich müsste das mal nachschauen. Fakt ist, also, es ist wesentlich einfacher geworden, hier irgendwas zu machen, wenn man jetzt wirklich genügend Feuerwiderstand hat, dann kann man hier durchziehen, ohne wirklich mehr was besitzen zu müssen, also weniger als früher, finde ich. Es muss jetzt nicht unbedingt der Eichhering her, um hier durchzuziehen, eigentlich nur die 60-70% Feuerwiderstand. Und durch das, dass ihr quasi ja euer stark gegen Feuer habt, macht ihr halt wesentlich mehr Damage als früher und das gönnt natürlich auch. Deswegen, ich habe vor, schon so ein Event-Farmer mal für Trika aufzubauen, der dann irgendwie im Hintergrund agiert, den halt niemand kennt und den ich dann halt so benutze und dann auch nicht zeige. Also so grundsätzlich würde ich den aufbauen. Ihr könnt wirklich auch einen Legi-Ring einbauen in so einen Event-Farmer, das reicht durchaus aus. Also so viel Damage ziehen die Mobs schon gar nicht mehr. Und ich habe gerade mal, glaube um die 30 Feuerwiderstand drin, 30, 40 Feuerwiderstand. Und das ist gerade nicht viel. Also früher ist der Farmer wesentlich schneller eingegangen. Und das ist natürlich für viele ein Vorteil, wenn man nicht mehr so viel Zeugs braucht. Ja, 31 Feuerwiderstand ist ungefähr die Hälfte. Jetzt stellt euch das beim Doppelten vor. Und die Mobs machen ja gerade mal nur noch so 200, 300er Schläge hin und wieder mal 400er Gift. Also so schlimm ist es nicht mehr. Daher mit 60 Feuer kriegt man so gut wie kein Damage mehr. Wenn man 70, 80 hat, sowieso nichts mehr. Genau, und das ist so, wie würde ich es aufbauen. Ein bisschen Kraft des Feuers quasi in eure Equip-Teile rein. Feuer-Tali oder halt mythische Eichi. Dann habt ihr auch Kraft des Feuers. Dann macht er automatisch mehr Damage, was ihr auch schon mal gönnt. Und dann quasi Feuerwiderstand rein und dann passt das Ganze. Genau, und dann könnt ihr Modi-Event oder hier OK-Karten farmen und so, geht dann recht easy. Und da habt ihr auf jeden Fall viel davon. Was ich jetzt angesprochen habe wegen dem Relikt, das checken wir jetzt mal kurz. Also ich habe es jetzt mal nicht gefunden, aber was ich eben gemeint habe, es gibt so Seelenrelikte. Und ich weiß nicht, ab welchem Level man die nutzen kann und so weiter. Aber die kann man halt bonieren und eventuell das Seelenrelikt dann auf den Farmer geben, wenn man das da nutzen könnte. Da müsste ich mich erstmal schlau lesen. Da gibt es eben so zwei Bonis, die mich da interessieren. Und das wäre einmal so ein Tapferkeitsumhang-Boni. Mit einer gewissen Chance pullt man quasi automatisch, wenn das Relikt aktiviert ist, einmal die Monster her. Und es gibt einen Boni, der automatisch Gegenstände aufsammelt. Das würde natürlich für einen Mondi-Farmer schon geil sein, der hin und wieder einfach mal ein paar Mondlichtschatzruhen aufsammelt. Und deswegen würde es mich echt interessieren, ob man das Seelenrelikt auf niedrigeren Chars verwenden kann. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal in die Kommis schreiben, ob ihr da was wisst. Aber wenn das funktionieren würde, dann mache ich mir auf jeden Fall so ein Relikt. Weil das gönnt natürlich dann schon, wenn es hin und wieder alles aufsammelt oder alles anpult. Dann spart man sich Tapfies, braucht nicht unbedingt einen Vayne und so weiter. Selbst wenn es so eine 10% Chance wäre, dass alles aufgesammelt wird. Das würde auf jeden Fall die ganze Sache ein bisschen verschnellern. Deswegen haben wir gedacht, mit Relikten vielleicht arbeiten. Aber dazu bräuchte ich halt die Info, ab wann man es benutzen kann, ab welchem Level und ob man es überhaupt nutzen kann, wenn man jetzt kein Champion ist. Weil handeln kann man es ja. Und bonieren ist ja dann für einen Champions-Char zumindest kein Problem. Oder man kauft sich vom Markt. Deswegen, ich habe letztens so ein Kriegerrelikt gesehen. Da war das halt schon drauf. Genau, das wäre es mal zu dem Thema. Jetzt gucken wir mal, was unsere Sockenfarmer gemacht haben. So, wir kommen wieder zu unseren Sockenchars. Natürlich kann man leider ja nur einmal am Tag, also alle 24 Stunden abholen und somit muss man natürlich warten, wenn man seinen Char später stellt hat, was in meinem Fall der Fall ist. Das heißt, man hat hin und wieder mal einen Tag Verlust, aber
im Endeffekt braucht ihr ungefähr jetzt noch so zwischen 80 und 100 Socken pro Char. Dann könnt ihr bis zum 7.1. durchziehen. Das habe ich jetzt mal ausgerechnet. Circa, wenn man jetzt halt die Tage Verlust mitrechnet, weil ihr werdet nicht jeden Tag zur gleichen Zeit abgeben können und so weiter, dann kommt irgendwann, schleicht sich da was ein. Also da müsst ihr einfach mal so 3-4 Tage abziehen noch, dann kommt ihr auf 80 Socken, wenn ihr jetzt quasi heute angefangen hättet am 17.12., die ihr noch bräuchtet, um das komplette Event durchzuziehen. Genau, ich habe jetzt trotzdem bei 8 Chars nochmal geholt, wir werden jetzt sehen, vielleicht gönnt's, vielleicht nicht. Einige haben ja auch 20 Chars mal durchgezogen und nur einen Switcher bekommen. Dazu sei gesagt, das letztes Mal war natürlich schon ein bisschen Glück, muss man sagen. Das läuft jedes Mal ein bisschen anders ab, aber trotzdem kann es halt auch manchmal gönnen. Und das ist eine super Sache für Non-Casher, das heißt die Leute, die quasi nichts fürs Spiel ausgeben, können hier trotzdem mit viel Glück einiges rausholen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Der gab Young. Ich werde jetzt einfach so die Fenster mal durchskippen. Da haben wir einen Bonierer. Das ist ja schon mal prächtig. Das gönnt auf jeden Fall. Das nächste. Oh jawohl. Rolle der Korrektur. Das gönnt auf jeden Fall auch. Dann die nächste. Das war wieder Young. Jetzt sind wir bei 4 Chars schon mal durch. Nächster war auch Young. Dann gehen wir auf den 6. Char. Eine Frucht des Lebens. Die können wir gleich reinhitten, weil die ist nicht handelbar. Genau, dann auch auf den hier. Und bam, ist auch leider nur Young geworden. Und dann der letzte Char, bam, auch nur Young. Das heißt, ein Bonierer, einmal Rolle der Korrektur aus 8 Chars, lässt sich doch sehen. Also grundsätzlich eine tolle Sache für Anfänger und auf jeden Fall gönnt's, wenn man nichts fürs Spiel ausgeben möchte und wenn man einiges macht. Also wir werden das sehen, wenn das mal 40 Chars dann sind. Ich werde übers Wochenende probieren, alles Mögliche da drin zu setzen, dass ich 40 Chars habe. Und dann werden wir mal sehen, was wir jeden Tag so kriegen. Ich werde trotz dessen, werde ich euch ein Update geben eventuell. Also der Adventskalender geht ja noch bis zum 24. inklusive. Wir müssen auch noch das Rätsel auflösen und so weiter. Also die Sache mit Abaco, die muss ich auch noch verteilen, das ist auch noch offen. Und dann werden wir sehen, vielleicht mache ich dann in den 2 Wochen noch trotzdem ein paar Videos mehr als sonst. Gut, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Bleibt dran, lasst ein Like da, ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!